Hallo, hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute gibt es meine Beauty-Favoriten, die ich mitgenommen habe nach Italien. Ganz, ganz viele hatten mich gefragt auf Instagram, ob ich nicht zeigen könnte, was denn so meine Favoriten sind, die ich immer einpacke, wenn ich quasi in den Urlaub fliege. Nennen wir es Urlaub, es war alles andere als Urlaub. Jeder, der mir schon länger folgt, der weiß, was los war. Jedenfalls zeige ich euch jetzt sehr, sehr gerne die Sachen. Ich möchte jetzt gar nicht näher drauf eingehen. Es soll jetzt ein schönes Video werden. Hier der hässlichste Kulturbeutel des Jahres. Er gewinnt den Preis definitiv. Da sind meine Sachen drin. Und ich würde sagen, wenn ihr Lust habt, dann drückt einmal ganz kurz auf Pause, holt euch gerne was zu trinken, einen Zettel und einen Stift vielleicht. Denn dieses Video soll natürlich auch als kleine Inspiration für euch dienen und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß und ich gestikuliere hier wieder wie eine Italienerin, die ich ja auch bin und ja, ganz viel Spaß bei diesem Video und los geht's. Ich packe hier mal aus, hol alles raus und dann starten wir direkt durch. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich nicht zwei Videos draus machen soll, denn ich vermute, dass es wieder etwas länger wird. Ich habe nämlich hier noch meine dekorative Kosmetik. Da hatten mich auch viele gefragt, ob ich das nicht zeigen könnte. Also wir schauen einfach mal, wie weit wir kommen. Jetzt starten wir hier mit meinen Pflegeprodukten. Ich wollte gerade sagen, mit unseren Pflegeprodukten. Also, was habe ich mitgenommen nach Italien? Also in Italien war es sehr, sehr heiß. Ja, wer hätte es gedacht? Und deshalb habe ich natürlich einen Sonnenschutz mitgenommen. Für den Liam habe ich natürlich was anderes dabei gehabt, aber für mich hatte ich dieses hier dabei, Lichtschutzfaktor 50, Suncare. Ich meine, die hätten im Moment noch eine Aktion, was Sonnenpflege betrifft. Also schaut einfach gerne mal vorbei. Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Auf jeden Fall ist die Creme bombastisch, riecht total gut, aber nicht so penetrant. Gefällt mir sehr, sehr gut. Habe ich jetzt ein paar Wochen in Verwendung, muss ich sagen. Und ja, fand ich richtig klasse. Wie gesagt, mit dem Angebot habe ich da zugeschlagen. Ansonsten habe ich, es ist jetzt gerade ein bisschen durcheinander, ne? Ja, so typisch italienisch vielleicht ein bisschen. Hätte ich das mal geordnet. Wir machen weiter mit dem Gesicht. Und zwar habe ich zum Abschminken meine Produkte mitgenommen, die ich hier auch immer verwende. Und zwar zum einen meine Abschminkpads. Hier ist tatsächlich auch noch ein schmutziger, der Beweis. Ich habe den in Italien nicht gewaschen. Ich habe hier mein Wäschesäckchen, da packe ich das immer rein. Und ja, habe es jetzt eben noch nicht gewaschen. Ich bin ja auch gerade erst angekommen. Ich bin erst seit ein paar Stunden wieder im Lande. Deshalb habe ich es ja auch noch nicht ausgepackt. So, also das immer zum Make-up abnehmen und hier, das nehme ich dann immer nochmal nachträglich. Ne? Das ist, glaube ich, von Make-up-Radierer. Ich bin mir gar nicht sicher. Ich habe zwei Stück davon und finde die einfach bombastisch. Also damit bekommt ihr auch ohne zusätzliche Produkte das Make-up runter, aber ich habe immer wasserfeste Mascara drauf gehabt, denn ja, ich habe viel geweint in Italien tatsächlich. Wie gesagt, es war kein Urlaub an sich und deshalb wasserfeste Mascara. Und dafür habe ich dieses Produkt hier verwendet von Bella Via, diesen Make-up Remover Face Balm. Riecht auch total gut. So sieht das Ganze aus. Einfach ja ein bisschen was rausnehmen, verteilen und dann mit diesen Schwämmchen hier abnehmen und nachträglich dann eben nochmal mit Wasser. Ja, damit habe ich mein Gesicht gereinigt und gepflegt habe ich mein Gesicht zum einen mit meiner Tagescreme von Beauty Mates. Die habe ich auch schon ganz oft gezeigt. Ich finde die einfach richtig, richtig toll. Sehr, sehr feuchtigkeitsspendend. Hier Hyaluron Boost Cream für normale Haut. Die haben ja auch einen Set-Konfigurator. Das heißt, ihr könnt euch die Produkte so zusammenstellen, wie das eben für eure Haut, ja, für eure Hautbedürfnisse geeignet ist. Also das kann ich euch wirklich ans Herz legen. Ich habe dazu noch verschiedene Booster mitgenommen. Und zwar zum einen hier meinen Augenlifting Booster. Der war auch dringend notwendig. Wir haben auch echt wenig geschlafen. Und zwar ist da so eine kleine Pipette dabei. Und da macht ihr euch dann einfach ein paar Tropfen entweder in eure
Pflege, also in die Tagescreme zum Beispiel, oder ihr könnt es auch so auftragen und einfach einklopfen. Also ich finde das richtig, richtig klasse, das Produkt. Bei diesem Augenlifting Booster habe ich noch einen kleinen Tipp für euch, und zwar, wenn ihr euch das Ganze in den Kühlschrank packt, dann habt ihr nochmal einen frischen Kick. Das Ganze ist eben auch für die dunklen Augenringe geeignet, also dass die verschwinden und dass eben die Tränensäcke auch nicht mehr sichtbar sind. Dass das Ganze eben auch abschwellend, erfrischend und straffend wirkt. Das wollte ich noch dazu sagen, ganz, ganz wichtig. Ich liebe, liebe, liebe dieses Produkt, und ich habe bei Beautymates noch einen Rabattcode für euch klar gemacht, worüber ich sehr, sehr glücklich bin, und zwar über 20%. Den Rabattcode, den blende ich euch ein, beziehungsweise ich schreibe euch auch nochmal alles unten in die Infobox. Ich suche euch auch alle Produkte noch raus. Vermutlich hasse ich mich, während ich dieses Video schneide, weil es richtig viel Arbeit ist, alles rauszusuchen, aber das mache ich sehr gerne, sodass ihr eben nicht lange nach den Produkten suchen müsst. Ja, Beautymates hatte ich euch auch schon meinen Selbstbräunung Booster ganz oft gezeigt. Auch schon in meinen Favoriten hatte ich jetzt auch in Italien dabei. Wobei ich dazu sagen muss, dass ich ihn nur am ersten Tag verwendet habe. Denn dort war es, wie gesagt, sehr heiß. Wir waren viel draußen, wir haben ganz viele Möbel rausgeschafft. Und da habe ich jetzt keinen Selbstbräuner gebraucht. Aber ich liebe, liebe, liebe diesen Selbstbräuner. Den habe ich auch meiner Schwester Steffi mitgebracht. Die lebt ja in England und da scheint nicht so oft die Sonne, leider. Jedenfalls hatte ich euch dazu auch einen Hack online gestellt. Ich habe mir vorm Sommer das Ganze nämlich auch mit in die Bodylotion gemischt und habe mich damit eingecremt. Das Ergebnis ist einfach sensationell. Nach 2 bis 3 Stunden seht ihr da schon einen Effekt. Das Ganze ist streifenfrei. Es riecht nicht nach diesem typischen Selbstbräuner Gestank, will ich jetzt mal so sagen, vorsichtig. Und ihr habt wirklich ein richtig, richtig tolles Ergebnis. Für die Tagescreme natürlich geeignet, also falls ihr zu Hause noch eine Tagescreme habt, die ihr aufbrauchen möchtet oder mit der ihr eben super zufrieden seid, könnt ihr das auch verwenden im Kombi, also auch hier mit diesem Augenlifting Booster, gar kein Problem. Ich mache mir da eben 2 bis 3 Tropfen in meine Tagescreme und dann gebe ich mir das eben aufs Gesicht, und wie gesagt, das Ergebnis ist einfach sensationell. Dazu habe ich mir dann auch noch meinen Anti-Falten Booster mitgenommen, ja. Die Falten lassen grüßen, mega, mega gut. Also schaut euch sehr, sehr gerne mal bei Beautymates um. Auch hier mit dieser Hyaluroncreme einfach sensationell. Die polstert so richtig schön die Haut auf, die Falten verschwinden und die ist eben sehr, sehr feuchtigkeitsspendend. Sie fettet auch nicht nach und es ist eben auch die ideale Grundlage, also die Base für ein schönes Tages-Make-up. Ich liebe sie und verwende sie sehr, sehr gerne. Ich habe sie auch schon fast aufgebraucht. Ja, darf ich mir dann auch wieder nachbestellen, werde ich auch mit meinem Rabattcode bestellen. Bei den Boostern wollte ich auch noch dazu sagen, dass sie für jede Haut geeignet sind, auch für sensible Haut. Für jedes Alter ist es geeignet und ja, könnt ihr euch sehr, sehr gerne mal umschauen bei Beautymates. Wie gesagt, also ich bin super, super zufrieden, habe mir Dinge auch schon nachbestellt, habe sie aufgebraucht und habe sie eben auch in Italien an meine Mama und an meine Schwester verschenkt, weil ich so zufrieden bin. Habe ich ganz vergessen, noch dieses Produkt hier zu zeigen. Das hatte ich schon weggeräumt, war aber in Italien auch mit dabei für die Dusche. Falls ihr auf cremige Produkte steht, dann schaut euch das gerne mal an. Ich hatte euch das in meinem DM-Haul gezeigt. Ich habe es eben, wie gesagt, bei DM gekauft. Richtig, richtig klasse. Der Duft ist sensationell und dieses cremige. Das muss man allerdings mögen. Also, falls euch sowas gefällt, schaut euch das gerne mal in der Drogerie an. Und ansonsten habe ich noch für die Haut nach dem Duschen dieses Produkt hier mitgenommen von Bellavia, genau, mein Body Oil. Oh, es ist einfach ein Traum. Das riecht so, so gut und jetzt bekomme ich es nicht raus. Das ist einfach sensationell. Die Haut, die glänzt total schön danach. Das ist, ja, so sonnengeküsst. Und da sind so kleine goldene Partikel mit dabei. Man muss das vorher natürlich schütteln. Und dann sprüht man das auf die Haut, verteilt es und es riecht so, so gut. Also ich wurde darauf auch mehrfach angesprochen. Richtig, richtig toll. Und ich habe mir noch eine Maske mitgenommen fürs Gesicht. Ihr wisst, dass ich ein kleines Maskenopfer bin. Tatsächlich habe ich die nur einmal verwendet, weil es dafür nicht die Zeit und nicht den Raum gab. Aber ich möchte sie euch natürlich auch kurz zeigen. Und ja, wie gesagt, ich hatte leider nur an einem Tag Zeit, mir die morgens kurz aufzutragen und dann gleich auch wieder abzunehmen, denn es stand ständig was an, ständig waren Leute da und ja, wir hatten eben sehr viel zu tun. Machen wir mit den Haaren weiter. Und zwar habe ich natürlich mein Magic Retouch mitgenommen. Gefühlt zeige ich euch das ständig. Und nein, ich werde nicht von L'Oreal bezahlt, aber ich liebe dieses Produkt einfach, denn wenn
ja, mal etwas länger zum Friseur. Also, ja, das war gerade kein Deutsch. Wenn man keinen Termin beim Friseur ergattert hat, beziehungsweise den Friseurtermin noch etwas heraus- oder hinauszögern möchte, dann ist das das Ideale. Das gibt es in verschiedenen Farben. Und ja, ich habe das einfach mitgenommen, weil ich es dringend brauche. Ich muss nämlich wieder zum Friseur. Ich verstecke es einfach, weil ich mir hier diese komische Palme immer hintrapiere. Ja, ich muss aber wirklich dringend zum Friseur. Ich glaube, man kann es auch ganz gut erkennen. Deswegen mache ich mir meine Haare ständig hier hinter, damit ihr es eigentlich nicht seht. Gut, jetzt wisst ihr aber Bescheid. Dann habe ich hier noch mein Coconut Bay Hair Oil mitgenommen von Mermaid and Me. Das liebe ich auch total. Ich habe mir in Italien wie oft die Haare gewaschen? Ich weiß es gar nicht. Also ich trage mir das immer nach dem Haarewaschen auf. Also nachdem ich sie dann meistens glätte oder eben föhne, zurecht drapiere, dann trage ich das auf. Einfach ein paar Tropfen. Auch hier ist wieder eine Pipette dabei und die Haare glänzen einfach danach total schön und sie duften auch gut. Ich mag den Geruch sehr, sehr gerne und deshalb durfte es mit. Und als Haarmaske hatte ich meine Pomelo Vanilla Boost Haarmaske dabei. Die liebe ich auch total. Und ich hatte eine ganz neue Packung noch mit dabei für meine Schwester Steffi. Die habe ich tatsächlich wieder mitgenommen, denn meine, die ich hier hatte, ist auch wieder leer. Ich habe die auch bei der Steffi aufgetragen, hatte ich euch auf Instagram gezeigt. Und ich habe tatsächlich mein Shampoo von Pomelo in Italien gelassen bei meiner Schwester Steffi. Deshalb kann ich es euch jetzt nicht zeigen. Aber das hatte ich verwendet im Wechsel mit meinem Silver Shampoo. Ja. Und auch das habe ich dort gelassen. Meine Schwester hat sich nämlich auch die Haare komplett hell gemacht. Also das Ergebnis ist richtig krass geworden. Richtig, richtig toll, ihre Haare. Sie hat ja auch ganz dunkle Haare gehabt wie ich. Und deshalb habe ich es ihr dort gelassen. Ja, was habe ich noch verwendet? Das hier liegt noch da. Perfect Skin Beauty Konzentrat. Und zwar habe ich mich relativ wenig mit Foundation geschminkt und habe einfach nur hier diese, also ein so ein Teil rausgemacht, habe es aufgetragen. Das ist so, dass es das Gesicht, ja, für die Fältchen und für die Poren aufgetragen habe. Es macht ein sehr, sehr schönes und gleichmäßiges Ergebnis. Habe einfach nur Mascara aufgetragen und gut war. ja, es macht einfach ein schönes Ergebnis. Und deshalb, ja, wollte ich es euch ganz kurz zeigen. Und das war es eigentlich soweit jetzt hier an Pflege, was ich mitgenommen habe nach Italien. Gar nicht so viel, aber das Wichtigste, wie ich finde, lasst mich nochmal reinschauen. Nö, ist nichts mehr mit drinnen. Und ja, das war es dann eigentlich auch schon soweit. Ich hoffe, dass es vielleicht eine kleine Inspiration war für euch, dieses Video. Und dass ich euch ein bisschen unterhalten konnte. Ich werde jetzt versuchen, noch dieses Video hier, also zu meiner dekorativen Kosmetik, abzudrehen. Allerdings ist der Liam gerade wach geworden. Meine Freundin ist mit hier und schaut nach ihm. Vielleicht schaffe ich es noch. Ich kann es euch nicht versprechen, aber ihr werdet es ja dann auf meinem Kanal sehen. Ja, meine Lieben, jetzt wünsche ich euch nur das Beste. Bleibt mir alle gesund. Das ist das Allerwichtigste. Und dann freue ich mich natürlich über euer Feedback. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Alle Infos unten in der Infobox. Und sorry für das viele Gestikulieren hier in diesem Video, aber wie gesagt, ich war vor ein paar Stunden noch in Italien und wir sprechen eben sehr viel mit den Händen. Ja, also, dann macht's gut und hoffentlich bis zum nächsten Video. Tschüss! Kann ich jetzt mal ernst sein? Liam Chef, okay. Jetzt habe ich gerade gelacht wie die Gloria von Modern Family. Ne? Ich will halt so sein wie die. Lass mich. Danke. Okay.